Ja, und wir drücken jetzt nicht die Schulbank, sondern unser rotes Sofa. Unser heutiger Studiogast war heute beim Girls Day bei uns im Studio mit dabei. Sie ist die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. Herzlich willkommen, Iris Witake. Herzlich willkommen. Ja, Guten Frau Witake, heute war ja ziemlich viel los bei uns im Sender. Wie haben Sie das Ganze denn erlebt? Das war sehr turbulent, ja, aber ich fand das ganz großartig. Ich fand, die Mädchen waren so lebendig, die waren so interessiert, die waren neugierig, die waren offen, die haben ganz viele Fragen gestellt, die waren ganz interessiert an den verschiedenen Bereichen hier bei Ihnen. Und ich selber habe noch nie Fernsehen gesehen, also von daher war ich mindestens genauso interessiert und neugierig wie die Mädchen auch. Genau, es war eine tolle Sache, es war ein schöner Tag heute. Und jetzt heute sogar direkt zweimal bei uns. Und direkt zweimal, ja, genau. Ja, aber ich habe das auch so erlebt. Ich finde, die hatten gar keine Hemmungen, haben viel gefragt und waren nicht schüchtern. Ja, nein, das waren die überhaupt nicht. Die haben ja schon in der Agentur für Arbeit, haben wir ja schon die Interviews gemacht für diesen Beitrag. Und die haben sich einfach die Mikros geschnappt und haben uns die unter die Nase gehalten. Und alles war wunderbar. Die waren sehr offen und niemand hat gelacht, wenn man sich versprochen hat. Also die waren sehr diszipliniert und ich war richtig stolz auf die Mädchen. Mhm. Haben Sie denn vielleicht schon so die ersten Nachwuchsjournalistinnen gesehen oder ausmachen können? Ich glaube, das kann man so gar nicht sagen. Die haben alle einen super guten Job gemacht. Die haben sich alle viel Mühe gegeben. Und ich denke, die haben sicherlich jetzt ein bisschen Interesse bekommen an dieser Geschichte. Und die waren ja ziemlich heiß auch darauf, das alles mal zu sehen und zu erleben. Und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung dafür, vielleicht in diesen Beruf einzumünden. Aber die Mädchen haben ja auch noch Zeit. Ja klar. Unabhängig jetzt von heute, beim Girls Day geht es ja darum, berufliche Geschlechterklischees zu überwinden. Was denken Sie, wie wichtig ist das heute in der heutigen Zeit? Ja, das ist sehr wichtig, weil es immer noch so ist, wir stellen das fest, dass immer noch Frauen und Männer in ihrem traditionellen Rollenverhalten sich bewegen und eben diese Berufe wählen, die man immer schon gewählt hat, die bekannt sind, die man aus seinem Alltag kennt. Die Kinder kennen ganz viele Berufe aus ihrem Alltag eben und ich glaube, die orientieren sich an diesen Dingen, die denen nicht fremd sind. Und ich denke, wichtig für uns ist, dass wir uns öffnen und dass auch die Jungs und die Mädchen einfach auch mal ein bisschen querdenken und sich an die Geschichten halten, die vielleicht auch ganz interessant sind. Vielleicht haben die ja auch Interesse, vielleicht haben die ja auch besondere Begabungen in Bereichen, die sie jetzt selber noch auch gar nicht wissen. Also ist es heute wirklich immer noch so, dass Männer eher Technik interessiert sind und ja, Mädchen eher in die soziale Schiene gehen? Man hört ja auch immer so die Tendenz, Studiengänge, was die MINT-Bereiche angeht, dass da auch mehr Frauen jetzt immer mehr sich anmelden. Ja, grundsätzlich ist das immer noch so. Ich stelle das schon so fest. Und bei MINT-Berufen muss man unterscheiden zwischen Ausbildungsberufen und Studiengängen. Da stellen wir schon fest, dass in den Studiengängen mehr Frauen in den MINT-Berufen, für die MINT-Berufe sich interessieren und für die Studiengänge sich einschreiben. Viel mehr Studienanfängerinnen sind eben auch Frauen für die MINT-Berufe, genau. Bei den Handwerksberufen oder bei den Ausbildungsberufen ist das alles ein bisschen anders. Mhm. Wie wollen Sie und die Arbeitsagentur denn über dem Girls Day darüber hinaus das Interesse von jungen Frauen wecken für die MINT-Bereiche? Ja, wir haben ganz viele Veranstaltungen über das Jahr hinweg. MINT ist ein sehr großes Thema für unsere Arbeitsagentur und sämtliche Abteilungen unseres Hauses kümmern sich ganz intensiv um dieses Thema. Es gibt den Arbeitgeberservice, der mit den Unternehmen halt dieses Thema bewegt. Es gibt die Berufsberatung, die klischeefrei berät und das Thema offen hält für die Jugendlichen. Es gibt die bewerberorientierte Vermittlung, die auch eben auf die Menschen offen zugeht. Und wir selber als Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, ich teile mir die Stelle ja mit der Frau von Brauchitsch-Lavaux, wir sind zu zweit und von daher haben wir so ein bisschen mehr Möglichkeiten, uns da zu auf dem Veranstaltungssektor zu bewegen. Wir haben am 9. April zum Beispiel eine Veranstaltung für Frauen, jetzt nicht für junge Mädchen, sondern schon für Frauen. Da geht es darum, um die Schweißausbildung, Schweißerausbildung. Und wir wollen einfach Frauen mal neugierig machen auf die Berufe, weil ich denke, in den Berufen hat man eben auch Perspektiven und das sind sichere Jobs, weil die gesucht werden im Rahmen der Digitalisierung, ist ganz viel an Kenntnissen, was man in diesen Ausbildungsberufen lernt, eben wichtig. Das sind die Motoren der Unternehmen in der Wirtschaft. Viele Angebote auf jeden Fall, die Sie da anbieten. Und trotzdem gibt es ja eben noch diese beruflichen Geschlechterklischees. Was denken Sie, woran liegt das?
Ja, die Geschlechterklischees, die gibt es ja, aber ich denke einfach, wir müssen umdenken. Die ganze Gesellschaft muss da so ein bisschen umdenken. Ich glaube, das liegt auch viel am Umfeld. So das Interesse ist das eine. Ich glaube schon auch, dass Mädchen sich für Technik interessieren können und auch Jungs sich für soziale Themen interessieren. Aber ich glaube, daraus einen Beruf zu machen, ist natürlich noch mal irgendwie was anderes. Ne? Ich glaube, das ist Interesse das eine. Die konsequente Geschichte, daraus einen Beruf zu machen, ist was anderes. Dann spielt das Umfeld eine große Rolle, wo vielleicht Eltern sagen, Familienangehörige sagen, das ist nicht das Richtige für dich. Und überleg doch mal, willst du wirklich in eine Werkstatt gehen? Da ist es kalt, da ist es schmutzig, da sind ganz viele Männer. Möchtest du das? Möchtest du nicht vielleicht lieber einen Bürojob haben? Ist das nicht schöner für dich? Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Und deshalb gehen wir hin und versuchen auch die Eltern mit ins Boot zu holen, beispielsweise mit Elternabenden, die wir anbieten, wo wir auch die Eltern mit einbeziehen in dieses Thema und da auch nochmal eine Vorteilsübersetzung starten wollen und müssen. Zum Schluss würde ich gerne fragen, auf wie viel Positives Sie denn in den letzten Jahren zurückblicken können, was den Girls' Day angeht. Ja, waren da vielleicht Mädchen, die danach sich dann wirklich mehr für diese MINT-Bereiche interessiert haben oder? Das ist eine schwierige Frage, weil der Girls' Day ja an einem sehr frühen Zeitpunkt beginnt. Also wir fangen an, die Mädchen, die heute hier bei Ihnen waren, die waren 13, 14 Jahre alt, das ist die 8. Klasse, die haben noch 2 Jahre Schule vor sich. Ich denke, wir können auf jeden Fall das Interesse wecken. Wir müssen immer wieder das Thema bewegen, in allen möglichen Bereichen von verschiedener Seite heraus das Thema bewegen. Und ja, ich denke, so den wahren Erfolg, wo man sagen kann, das sind jetzt die Mädchen, die jetzt hierher kommen, um dann tatsächlich da auch in einen Ausbildungsberuf einzumünden, das kann man so jetzt schwer sagen. Ich bin aber ganz gespannt, die Frau Büttner, die heute auch da war, unsere Berufsberaterin, die wird morgen schon wieder in die Schule gehen, die wird morgen mit den Mädchen nochmal sprechen, die wird die Stimmung nochmal einfangen und wir werden dann auch im Fortgang ihrer Beratung nochmal sehen, ins Schwarze getroffen oder nicht und wie viele Mädchen von denen, die heute da waren, möchten tatsächlich vielleicht diesen Bereich aufsuchen. Ja, wir hoffen, Sie haben ins Schwarze getroffen. Ich bedanke mich, dass Sie heute bei uns waren, Frau Wittager. Ja, vielen Dank.